Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Donnerstag oder in welchen Tag auch immer gestartet und alles ist soweit gut. Ich bin zurück mit einer weiteren Episode, einer sehr relevanten Episode für einige von euch, denke ich zumindest, für alle, die in der Offseason stecken. Ja, du bist nicht betroffen, at least not for now, aber für alle, die gerade in den Endstages der Vorbereitung sind für diesen Herbst, ist das eine super, super, super relevante Episode, wie es der Titel schon sagt. Ja. Und zwar erlebe ich das Jahr für Jahr, dass gewisse Dinge am Ende der Prep unbedingt vermieden werden sollten. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich mache dazu eine Episode, damit das dein Reminder wird, was du jetzt so 8, 6, 4, 2 Wochen out definitiv nicht tun solltest. Und wir gehen einfach durch. Es gibt jetzt da kein Ranking im Sinne von, was wichtig ist und was unwichtig ist. Aber ich hab mir einfach ein paar Punkte aufgelistet, die ich als sehr relevant erachte. Ja. Und der erste Punkt ist, deinem Coach nicht zu vertrauen. Vor allem, wenn du es davor gemacht hast. Im Normalfall arbeitet man schon vor der Prep mit seinem Coach zusammen. Man durchläuft vielleicht 1, 2, 3 Off-Seasons zusammen, auch die ein oder andere Diät, und geht dann in eine Contest-Prep und hat die ganze Zeit ein starkes Vertrauen in den Coach und geht auch aus diesem Grund mit diesem Coach auf Prep. Nur weil der Kopf verrückt spielt oder gewisse Dinge vielleicht manchmal nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst, ist das kein Grund, dem Coach nicht zu vertrauen. Und wenn du anfängst, jede Entscheidung zu hinterfragen, wenn du anfängst, über jede Entscheidung nachzugrübeln, ja, die Dinge zu überdenken, dann steht dir das extrem im Weg. Trust the process ist nicht immer der wichtigste oder ist nicht immer der richtige Weg, aber in den Endzügen einer Prep plötzlich anfangen zu wollen, Eigenregie zu führen, ist das Dümmste, was du tun kannst. Trust your coach. Do what your coach says. Wenn du einen guten Coach hast, will er nur dein Bestes. Oder sie. Und wird dich in der bestmöglichen Shape auf diese Bühne stellen mit den Entscheidungen, die er trifft. Zu dem Punkt komme ich nachher gleich nochmal. Überdenken habe ich schon kurz angesprochen. Aber generell, nicht nur mit Entscheidungen des Coaches, sondern generell, fang nicht an, die Dinge plötzlich zu überdenken. Fang nicht an, an Dingen zu zweifeln, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Fang nicht an, irgendwelche Kleinigkeiten zu zerpflücken, die dich so den Tag durch beschäftigen. Ja? Ah, soll ich vielleicht doch lieber hier 20 Gramm Reis weniger essen, dafür da ein bisschen mehr Carbs? Ah, soll ich vielleicht doch die Proteinquelle ändern? Ah, soll ich vielleicht doch 5 Minuten Cardio an dem Tag machen oder 5 Minuten extra an dem Tag machen, oder sollte ich mein Training vielleicht doch eher auf den Vormittag legen, oder passt es eh, wenn ich 5000 Steps am Stück mache? Solche Gedanken rauben dir Kapazitäten, die du gerade nicht hast. Für nix. It doesn't matter. Wenn du die ganze Prep mit deinen Routinen, die du dir aufgebaut hast, im Normalfall, gut fährst, why would you change something? Why would you change something? Hör nicht, beziehungsweise fang nicht an, in den Momenten, wo du am wenigsten Kapazität für irgendwas hast, die Dinge ändern zu wollen, die eh funktionieren. It's pointless. Idee ist pointless. Oder auch anfangen zu wollen, den Coach zu fragen, ob man den Trainingsplan ändern kann. Nein. Do whatever worked until this moment in time. So. That's it. Wenn wir schon bei der Trainingskomponente sind, übertreib's im Training nicht. Es ist wichtig, ja, hart zu trainieren, es ist wichtig, akkurat zu trainieren, es ist wichtig, versuchen, Kraft zu halten, definitiv, aber nicht auf Biegen und Brechen. Denk dran, wenn du 2, 3, 4 Wochen out bist und almost in Stage Condition, dann bist du fucking fragil. Und dann noch auf Biegen und Brechen diesen PR aber doch raushauen zu wollen oder unbedingt diese 2,20 auf dem RDL noch bewegen zu wollen, mit einem riesigen Risiko für Verletzungen, ist
es nicht wert. Niemals. Lass dein Ego zu Hause. Trainier akkurat, trainier fucking intensiv, geh voll drauf. Aber gerade in den Endstages wirst du wahrscheinlich nicht drum rumkommen, Gewichte zu reduzieren. Und das ist okay, das ist normal. Wichtig. Super, super wichtig. Beschäftige dich nicht den ganzen Tag mit Essen. Hör auf, dir den ganzen Tag irgendwelche Food-Videos anzuschauen oder auf Instagram auf irgendwelchen Food-Pages rumzuscrollen und dir eine Liste zu schreiben, was du alles essen willst post-Show. Kümmere dich post-Show um das, was du essen willst post-Show. Es ist okay zu wissen, dass man vielleicht nach seiner letzten Show eine Pizza essen geht, aber das reicht dann auch. Weil du erhöhst deinen Food-Fokus nur unnötig. Food-Fokus ist nicht per se was Schlechtes, aber seinen Food-Fokus künstlich noch zu erhöhen, weil man einfach die ganze Zeit Dinge konsumiert, die einen eher triggern, ja, die dann vielleicht zu einem gestörten Essverhalten nach der Prep führen können, sind es nicht wert. Hör auf, dich den ganzen Tag mit Essen zu beschäftigen. Ich weiß, du hast Hunger, ich weiß, du hast Appetit, aber es macht es nicht besser. Es macht es nicht besser. Ganz wichtiger Punkt, vergleich dich nicht. Das ist auch sonst ein Thema, das man nicht tun sollte, obwohl wir es alle immer wieder tun. Aber in den Endstages der Prep, auf Instagram rund zu scrollen, oh, wer startet noch mit mir? Oh, der hat aber ein neues Low gehabt, ich nicht, fuck, mache ich was falsch. Oh, der trainiert aber noch so und so. Oh, und ich glaube, der hat ein neues Detail. Der hatte, glaube ich, ein bisschen mehr an Detail als ich. Fuck, der hat einen Cut mehr in den Beinen. Shit, werde ich ready kommen? Fuck that shit. Auch hier, du raubst dir Kapazitäten, die du nicht hast. Es ist pointless. Du kennst den Kontext nicht. Du bist nicht diese Person. Konzentrier dich auf dich. Scroll nicht zu viel auf Instagram rum und vergleich dich mit anderen. Do your fucking thing. Es wird dir damit deutlich, deutlich besser gehen. Und wenn du schon an dem Punkt bist, wo du sagst, fuck, irgendwie, der hat mehr Details oder der macht mehr oder was weiß ich, dann kommst du vielleicht auf die Idee, mehr machen zu wollen. Don't do it. Mach nicht mehr, als auf dem Plan steht. Mach auch nicht weniger. Mach nicht mehr. Und ich meine nicht eine Minute Cardio extra, that's totally fine. Aber plötzlich einfach 17.000 Steps zu machen statt 13.000 oder einfach jetzt noch 30 Carbs weniger zu essen, obwohl es der Coach nicht weiß und nicht sagt, ist scheiße. Don't do it. Stick to the plan. Trust your coach. Nicht mehr machen. Wichtig. Auch eine wichtige Komponente, und ich weiß, irgendwann geht einem das auf den Sack. Ja? Ich weiß, es ist annoying, fast daily zu posen, aber vernachlässige dein Posing nicht, nur weil du denkst, ja, wird eh passen. Wenn du dann an einem Punkt bist, wo dein Posing der limitierende Faktor auf der Bühne wird und du deswegen weiter hinten platziert wirst oder nicht happy mit deiner Performance oder Präsentation bist, dann ist das dein Verschulden. Also stick to your posing routines, practice dein Posing mehr denn je, weil auf der Stage wird es nochmal anders sein. Du wirst länger dastehen müssen, als du es wahrscheinlich geübt hast. Du wirst nervös sein, du wirst auf einer Bühne mit anderen Leuten stehen, es wird anders sein. Vernachlässige dein Posing nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz darauf hinweisen, dass das Team Get Better jetzt einen Posing-Coach hat, und zwar den lieben Charlie. Ihr könnt entweder a free Posing-Guide downloaden, den findet ihr in seiner Bio, m.barbosa.c ist sein Instagram-Name, m.barbosa.c. Da könnt ihr diesen free Posing-Guide holen, oder ihr könnt euch direkt, und das würde ich jedem empfehlen, der das Gefühl hat, er ist ein bisschen hinten nach mit dem Posing, direkt Posing-Stunden buchen und euer Posing, wenn es um Classic-Physik oder um Men's Bodybuilding geht, mit ihm nochmal upleveln. Also, go for it und sichere dir jetzt ein besseres Posing, weil it will be or it will make a difference und du wirst es dir vorwerfen, wenn dein Posing der limitierende Faktor wird. Also, don't be that person. Anderer wichtiger Punkt, Struggles nicht zu kommunizieren. Wenn du mit etwas strugglest, wenn du merkst, dass du in der Überanalyse bist, wenn du merkst, dass irgendeine Unzufriedenheit herrscht, wenn du merkst, dass irgendeine Unsicherheit herrscht, kommuniziere es mit deinem Coach. Und denk nicht drüber nach, dann das mit 17 anderen Leuten zu besprechen und dir noch so viel Input von außen zu holen, von Leuten, die vielleicht den Kontext nicht mal kennen, und du dann 17 verschiedene Meinungen hast und noch unsicherer bist, sondern kommuniziere es mit der vertrauten Person, und das ist bestenfalls dein Coach. Okay? Wichtig. Auch wichtig, nimm nicht zu viel auf dich. In den Endstages der Prep werden die Kapazitäten für alles sinken. Das ist ein Fakt. Und da ist es vielleicht nicht die beste Idee, jetzt plötzlich so viel auf sich zu nehmen, wie es nur geht.
sei das Arbeit, sei das Social Occasions, sei das was auch immer. Umzugshilfe, keine Ahnung was. Don't do it. Bleib bei dir und auch hier mach nicht mehr als nötig. Okay? Sondern hab diesen gesunden Egoismus at this point in time. Es werden wieder andere Zeiten kommen, wo du dir mehr auftragen kannst, wo du mehr Kapazitäten hast. Aber nicht jetzt. Und das führt auch zum nächsten Punkt, der damit in Verbindung steht. Denk nicht, dass du alles verpasst. Denk nicht jetzt 4 Wochen out daran, 2 Wochen out daran. Ah, fuck, aber eigentlich sollte ich an dieser Social Location dabei sein. Und oh, ich würde aber da wieder mal gerne essen gehen. Es ist alles absehbar. In 8 bis 10 Wochen ist der ganze Zauber vorbei, die Herbstsaison ist durch. Und dann wirst du essen gehen können, du wirst ins Kino gehen können, das kannst du zwar auch jetzt, aber du wirst alles machen können, was du jetzt nicht machen tust. Das läuft nicht weg, das Essen läuft nicht weg, die Social Locations laufen nicht weg. Es wird der nächste Kinofilm kommen, es wird der nächste Feier kommen. Du verpasst nichts. Diese Fear of Missing Out sollte jetzt nicht dein Problem oder zum Verhängnis werden. Ein Punkt, den ich immer wieder jedes Jahr sehe, der ein Problem darstellt, ist es nicht, alles vorbereitet zu haben, beziehungsweise nicht gut organisiert zu sein für Reisen, Showdays etc. Bitte, lass es nicht in der Organisation scheitern. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, frag deinen Coach, er soll es dir organisieren. Aber wenn du 2 Wochen out noch keinen Posing Trunk hast, ist das ein Problem. Wenn du 2 Wochen out noch keine Ahnung hast, wo du Farbe herbekommst, ist das ein Problem. Lass solche Dinge, die du in deiner Kontrolle hast, nicht zum limitierenden Faktor werden. Sei organisiert, sei durchgetaktet, hab Dinge geplant und dann kann auch wenig schieflaufen. Und etwas, was at this point in time vielleicht manchmal schwierig ist, ist es zu genießen. Aber hör auf, es nicht zu genießen. Ich weiß, es ist hart, aber every challenge is an opportunity to grow. Und du wirst zurückschauen auf diese Prep und wenn du weißt, du kannst dir nichts vorwerfen, du hast alles gemacht, du wirst so fucking stolz auf dich sein am Ende dieser Prep. Es wird sich nicht immer geil anfühlen und der Grind ist nicht immer geil. Ja, ist manchmal auch absolut beschissen, das ist auch okay. Aber merk dir, dass du dich dazu entschieden hast und dass du gerade in dem Moment, wo es sich scheiße anfühlt, enorm über dich selbst hinauswächst. Enorm. Und das führt mich zum letzten Punkt. Und zwar, ich habe vorher davon geredet, dass du dem Coach vertrauen sollst. Ja? Ich habe davon geredet, dass er dich bestmöglich auf die Bühne stellen wird, ja, und will. Ja, weil das unser oberstes Gut ist, ja. Aber nicht jede Show wird vielleicht so laufen, wie du es dir vorstellst. Vielleicht sträubt sich dein Körper. Vielleicht sträubt sich dein Körper in der Peak Week. Vielleicht kannst du nicht genug Stress abbauen. Vielleicht hast du einen leichten Wasserfilm. Vielleicht musst du doch noch ein bisschen Bodyfat verlieren, wenn du deine Warm-Up-Show gemacht hast. Lass dich davon nicht unterkriegen. Es ist okay, nicht mit seinem absolut besten Paket auf der ersten Show ever zu stehen. Es ist normal. Die Leute, mit denen du dich vielleicht vergleichst, sind vielleicht schon 10-mal auf der Stage gestanden in 3 verschiedenen Saisons. Also be okay with not being perfect. Be okay with not having your best package at every show. Es ist am Ende des Tages ein Ausprobieren, ein Kennenlernen. Und aus jeder Show kann man Schlüsse ziehen und es für die nächste Show besser machen. Und darum geht's. Es geht nicht darum, in der ersten Show alles abzureißen. Das wird in den wenigsten Fällen passieren. Okay? Wichtig. Und das bringt mich auch zum Ende dieser Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges hast mitnehmen können. Ja? Ich hoffe sehr, dass dir das hilft. Und bitte nimm dir, wenn du jetzt so close out bist zu der ersten Show oder zu der zweiten Show oder whatever, nimm dir das zu Herzen und setz das. In diesem Sinne war es das mit dieser Episode. Ich wünsche dir und euch noch einen wundervollen Resttag. Alles Gute für die Shows vor allem auch und bis bald.